ist eine ganze Quote, die ich brauche, um sowas zu erzeugen. Da sieht man noch mehr, wie man diese einzelnen Größen verändern kann. Das ist schon alles, um diese Vielfalt an Bildern zu erzeugen. Soviel zur Computerkunst. Da könnte ich dann noch lange und viel und mehr erzählen, wenn ich da gerade Bücher schreibe. Das ist so mein Rentenhobby. Aber ich möchte zum nächsten Punkt kommen, den Zeichenrobotern. Die gehorchen natürlich auch Programmen, die für sie geschrieben wurden, aber da sie bei Bedarf eben mit den Sensoren Daten aus ihrer Umgebung aufnehmen und darauf reagieren können, zeigen sie andere Verhaltensweisen als jetzt hier die Programme in der Computerkunst. Und ich habe drei Beispiele mitgebracht. Ich beginne mit den Hustenbots oder Vibrobots. Das sind zwar keine Roboter im eigentlichen Sinne, wie ich gerade gesagt habe, aber ich finde eine ganz witzige Vorstufe der Zeichenroboter. Die können sehr leicht selbst gebastelt werden. Was man dazu benötigt, ist eine kleine Zahnbürste oder Handbürste, dann Vibrationsmotoren. Hier ist der oder da ist er angebracht. Die findet man zum Beispiel in Handys. Nicht? Also die haben ja so einen Vibrationsmechanismus. Also man kann selber die Handys ausschlachten und dann zum Beispiel so einen Motor. Und wer einen guten Lötkolben hat für kleine Sachen, der kann auch aus den Zahnbürsten, welche Firma macht das? Es gibt so Zahnbürsten mit Batteriebetrieb, wenn die nicht mehr funktionieren, kann man da auch den Vibrationsmotor ausbauen und für solche Zwecke verwenden. Dann braucht man noch eine Batterie, ein paar Kabel und wenn man nicht löten will, geht es auch mit Lüsterklemmen und dann von solche Gerätschaften heraus. Der Bürstenbot ist ja auch ein Objekt von FabLab, was hier in dieser Ausstellung mitkonzipiert und betreut hat. Und da hinten, glaube ich, da stehen diese Bürstenbots, die kann man für 10 Euro nach wie vor hier erwerben oder sind sie ausverkauft? Nee, da sind doch welche da. Genau, können auch erworben werden. Ja. Und also wenn man da jetzt Filzschreiber dran befestigt und das laufen lässt und Papier drunter legt, dann wird durch den Inbuchmotor eine unregelmäßige Bewegung erzeugt und man kann dann eben solche Bilder. Das hier rechts ist eine Simulation, so ungefähr kann das eben aussehen, wenn man das lange genug laufen lässt. Und am Ende kriegt man sowas raus, das sieht ein bisschen aus wie die Bilder von den Metamatic-Maschinen von Jean Tanguy. Ne? Ja, also ich habe eben so eine Bockbürste mitgebracht und dann da habe ich einfach an das vom FabLab Stifte dran gemacht, versuchen greifen zu lassen. Ich habe auch, vorher hatte ich schon eine Eigenkonstruktion mal probiert. Da habe ich einfach eine alte Haarbürste genommen und auch, muss ich gestehen, das ist ein bisschen fragil, also der ist ausprobiert, wie zarte mit umgehen. Aber damit kann man dann solche Bilder erzeugen. Das ist auch ein beliebtes Objekt für Kinderworkshops, so was das basteln wird. Ja. Das ist dann zufällig. Das ja, natürlich. Ja, ja. Also je nachdem, wie ich die Stifte dran mache, mit welcher Neigung und durch den Unwuchtmotor wird das dann erzeugt, da ist nur noch Zufall im Spiel. Aber diese Malbots können natürlich auch ein bisschen mehr als lustige Bastelarbeiten sein. Es gibt den Designer, Fotograf und Vertreter der kinetischen Kunst, Salah Siddiqui, der baut Objekte aus Alltagsgegenständen, die dann eben zerlegt werden und zu neu montiert werden. Und auch seine Objekte werden mit Motoren und Batterie angetrieben, die bewegen sich dann autonom und hinterlassen dann wie gehabt Bildspuren auf dem Papier. Etwas Ähnliches hat Kinetikkünstler Axel Nass gemacht. Er hat hier solche Geräte nach dem gleichen Prinzip gebaut. Er nennt die Bullcrap. Ich glaube, das ist ein Kunstwort, wenn man das übersetzt, heißt Stierkram. Aber Stierkram habe ich geguckt, gibt es eigentlich nicht. Aber sehen halt so ein bisschen aus wie Kram, aber den da und sowas. Und anlässlich einer Tangenie-Ausstellung, passend zu den kinetischen Objekte von Tangenie, hat er 2016
im Museum Kunstpalast in Düsseldorf gleich 10 solche Maschinen in einen Käfig gesetzt, ein großes Blatt gesetzt. Und ich finde ja, diese die Produkte dieser Malmaschinen ähneln nicht nur dem von Tanguy, teilweise ähneln sie mehr dem Drip Painting von Jackson Pollock. Also wer sich in der Kunst auskennt, Jackson Pollock, der hat zum Beispiel Farbeimer genommen und dann über großen Papieren Farbspuren überzeugt. Und Pollock hat auch großen Wert darauf gelegt, dass es nicht zufällig sei. Also die Bilder sehen ja auch aus wie solche Zufallsgrafiken, aber Pollock hat gesagt, das ist alles geplant, von ihm geplant. Das Künstler. Gut. Ja, also die echten Malroboter sind wenig komplizierter, aber auch da gibt es erschwingliche Teile, so zwischen 30 und 170 Euro investieren, dann hat man so etwas. Die haben dann diese vorhin erwähnten Komponenten, also Sensoren, Aktoren und eine gewisse Intelligenz. Ich habe auch einen solchen Malroboter mitgebracht, das ist der BBC Artbot. Also den kriegt man für 27 Pfund, also 30 Euro, muss man dann selber zusammenbasteln und dann kann man den laufen lassen, wenn die Intelligenz dabei ist. Naja, steht hier, da ist dann ein BBC Microbot, das ist ein Mikrocontroller, mit dem wird es dann gesteuert. Kann ich nachher auch zeigen, ist auch ein bisschen fragil, weil offensichtlich werden die Teile heutzutage mit 3D-Druckern erzeugt und die Löcher von den Rädern zu den Motoren, die sie antreiben, die sind nicht hundertprozentig zentriert. Also da kriege ich von denen jetzt einen Ersatz, einen Adapter, damit es dann auch wirklich läuft. Weil man will ja, wenn man Kunst macht, dann soll er auch wirklich meinen Befehlen gehorchen und nicht beliebige Kreise drehen. Aber können wir auch mal sehen. Diesen Robotern wird natürlich auch ein Programm eingegeben, wie sie agieren sollen und auf ihre Umgebung reagieren. Und mit dem Rüstzeug werden sie dann aber eben in ihre Umgebung gestellt und sind ab dann in der Lage, selbstgesteuert zu agieren. Also das Programm hier beschreibt dann eben auch, ist eigentlich relativ klein, dass wenn ein Knopf A, das sieht man hier, Knopf A gedrückt ist, dann passiert was. Wenn Knopf B gedrückt ist, das sind dann an dem Gerät Steuerknöpfe. Man kann das aber auch über ein Smartphone, wenn man Zusatzprogrammchen auf Smartphone lädt, kann man das auch über Smartphone bedienen, man muss dann nicht die Tasten im Roboter selber bedienen. Aber damit wird dann eben festgelegt, was das Gerät machen soll. Wie gesagt, da die Konstruktion ein bisschen wackelig im Moment noch ist und nicht endgültig, habe ich den jetzt nur mal beigebracht, da Kreise zu zeichnen, würde den nicht über den Tisch fahren lassen, das ist nur etwas zu kritisch. Das Programm wird dann einfach, hier gibt es ja den Befehl, herunterladen, es wird einfach auf den Mikrocontroller heruntergeladen und ab dann kann ich Kabel verbinden oder so kappen und dann agiert er alleine. Leistungsfähiger und robuster ist der Thymio, das ist dieses Gerät hier. Mit dem haben wir dieses Exponat gemacht und das sieht man ja, wenn man den mit Stiften bestückt, dann kommen hier solche Grafiken raus, liegt natürlich auch wieder ein Programm dahinter und zum Teil sind die dann schon ganz ansprechend. Das ist ganz nett, wird heute in vielen, vor allem in Schweizer Klassen, weil das Teil kommt aus Lausanne. Wenn ich es jetzt richtig habe, kann ich da steuern und könnte da mal probieren. Kann man also ein bisschen per Hand steuern oder eben auch per Programm. Die Programme sehen ja ganz ähnlich aus wie das, was ich vorhin gezeigt habe. Ja, das waren die Zeichenroboter und damit komme ich dann zum letzten Punkt, den ich eben künstliche Kunst genannt habe. Der Georg Mees, den ich vorhin das Beispiel mit diesem Schotterbild
erwähnt hatten. Der wurde bei einer Ausstellung einmal von einem anwesenden bildenden Künstler gefragt, ob der Computer denn am Ende ihn, also den Künstler, ersetzen könnte. Und der Tunes hat dann geantwortet, ja, wenn er, also der Künstler, dem Computer sagen könnte, wie er denn male. Also das bedeutet, wenn der Künstler in der Lage wäre, dem Computer seinen Malstil aufzubringen, ihm einzuprogrammieren.